Majestätisch thront die Feste fast 200 Meter über Coburg. Wehrmauern, Kanonen und Eisentore machten die Burg zu einem unbezwingbaren Bollwerk. Alle Angriffe und Brände hat sie überlebt und atmet noch immer den Hauch der Spätgotik und Renaissance. Die Anfänge der heutigen Burganlage reichen ins 13. Jahrhundert zurück. Ihre Blütezeit erlebte die Feste drei Jahrhunderte später. Im 19. Jahrhundert richteten die Coburger Herzöge bedeutende Kunstsammlungen auf der Burg ein. Dazu gehören eine große Waffenkammer und eine Wagen- und Schlittensammlung. Beeindruckend sind die fast 2000 historischen Gläser. Besichtigen könnt ihr auch die ehemaligen Wohnräume der Herzöge und des Personals. Zum Beispiel das Zimmer des Hauslehrers oder der Rauchsalon. Das Jagd-Intarsienzimmer ist besonders prunkvoll gestaltet. Auf eurem Rundgang werdet ihr auf die Spuren zweier bedeutender Männer stoßen. Der eine konnte hervorragend mit dem Pinsel umgehen, Hofmaler Lukas Cranach der Ältere. Mehr als 30 seiner Gemälde beherbergt die Burg. Der andere Mann war Meister des Wortes, Reformator Martin Luther. Er verbrachte im Jahr 1530 fünf Monate auf der Burg. Die Feste Coburg wird im Volksmund Fränkische Krone genannt. Der Spitzname kommt nicht von ungefähr. Weithin sichtbar beherrscht sie die Region. Ein Aufstieg lohnt sich also nicht nur wegen der vielen Kunstschätze, sondern auch wegen des Ausblicks.